Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt bei mir hier im McManus. Ja, es geht weiter, es geht weiter. Was wollen wir heute Schönes machen? Wir snacken uns erstmal Verbandsfabrikator oder auch nicht. Denn wir haben noch gut sagen. Wir müssen mal ganz kurz schauen, was wir als nächstes Touren machen werden. Wir haben hier noch eine Batterie, sehe ich gerade so. Und ich muss euch erst noch was anderes zeigen. Das sieht man in der Kamera vielleicht gerade gar nicht so. Aber ich habe den Sonnenbrand. Vielleicht sieht man das hier besser. Den Sonnenbrand des Todes. Alter, Leute. Ich habe mich so verbrannt, ey. Das ist so unglaublich krass. Gestern. Ich muss auch hier alles ziemlich weit weglegen, dass ich meine Arme nicht anwinkeln muss zum Spielen. Es ist grauenhaft. Was wir aber machen wollten, meine lieben Freunde, wir wollten... Ach, ich würde mir nochmal die Kommentare durchlesen, bevor ich hier anfange. Siehst du? Habe ich wieder vergessen. Wir wollten hier beginnen, etwas zu bauen, meine Lieben. Und zwar, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, wir brauchen als allererstes ein Fundament. Und dieses Fundament können wir theoretisch schon errichten. Du. Erstmal hier einen schönen Körper rein ins kühle Nass. So, die Frage ist, wo besetzen wir unser Fundament hin? Ich persönlich bin ja der Meinung, dass wir unser Fundament theoretisch irgendwo an so eine Kante setzen, an so eine Klippe. Das fände ich richtig geil. So, da bin ich mir aber jetzt nicht so sicher. Ich möchte auch nicht so weit weggehen. Ich habe mir überlegt, ob man das vielleicht, ob man es hier irgendwo hinsetzen. Vielleicht hier so vorne an diese Kante ran oder so. Das wäre schon ziemlich geil, oder? So, pass auf, wir gucken mal ganz kurz, ob das überhaupt funktioniert. So, das Fundament. Das würde theoretisch gehen. Wie kann man das drehen? Warte mal, Mausbutton konstruieren. Dekonstruktion Q. Hm, nee. Ich wollte es eigentlich drehen. Okay. Lol. Okay, da habe ich ein bisschen Titan gerade verloren. Ich habe es aus Versehen gesetzt. Scheiße. Mist. Wo ist denn das Titan hin? Was ist denn das da unten? Da. Hm, keine Ahnung. Egal, komm, warte mal. So, pass auf. Wieso ist das jetzt, wieso sieht das jetzt so anders aus? Hä? Warte mal, Fundament. Emergency, 10 seconds of oxygen. Ja. So, warte mal. Wir müssen uns ja erstmal hier so ein bisschen mit diesem Baumenü zurechtfinden auch. Das gern eigentlich. Oder wir schwimmen mal hier rüber. Das würde vielleicht auch nicht gehen. Ich muss vielleicht so hier dran setzen, so schräg. So hier vielleicht. Das wäre vielleicht ganz cool, oder? Ey, nice, oder? Ich glaube, das ist ganz gut. Konstruieren. So. Okay, jetzt müssen wir das hier bauen. Zack. Schnibbelitschnupp. Und da haben wir schon mal ein cooles Fundament, oder? Das ist doch mal geil. So, was wir jetzt aber brauchen, ist ein Mehrzweckraum. Dazu brauchen wir 6 Titanen. Also wir müssen jetzt erstmal an Titanen alles einpacken, was wir so brauchen. Und dann geht's hier los. So, das heißt, wir müssen mal ganz kurz hier reinschingeln. Und schmeißen hier an Titan. Da haben wir ja Gott sei Dank reichlich gesammelt. So, schmeißen das erstmal alles hier rein. Klettern hier wieder raus. Ja, ich denke mal, das macht nichts, oder? Wenn unsere Rettungskapsel direkt da oben ist. Nö. Oder? Sind ja eigentlich ganz gut unterm Wasser. Ich finde das eigentlich ganz cool hier. Oder? Was meint ihr? Ich weiß nicht. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr meint. Ich finde es ganz gut. So, Mehrzweckraum. Okay. Den können wir, glaube ich, immer nur auf die Ecken setzen, diesen Mehrzweckraum. Genau. Dann setzen wir den einfach mal hier hin. So. Schön das Titan verknödeln. Zup. So, und jetzt haben wir hier schon mal einen schönen Mehrzweckraum. Das Problem an der ganzen Sache ist, es gibt noch keinen Eingang.
Genau. So, das heißt, wir bräuchten jetzt ein senkrechtes Bindeglied, ein Schott. Ich muss das mal ganz kurz schauen. Ein Korridor. Nee. Eine Luke. Vielleicht eine Luke? So eine Luke wäre vielleicht ganz gut. Komm, dann setzen wir hier hinten mal so eine Luke dran. Zack. Oh, ein bisschen Glas. Ah, wir brauchen noch Glas, okay. Das ist ja mal gar kein Problem. So. Okay, wir müssen aber auch noch viele Sachen erforschen. Das ist ja das Nächste. So, hier haben wir erstmal wieder so einen Verbandskasten. Moment, Glas. Glas, Glas, Glas. Quarz haben wir auf jeden Fall. Da können wir Glas herstellen. Silbererz haben wir noch. Hier haben wir auch, hier haben wir auch noch Glas. Sehr gut. Dann können wir das erstmal wegtun. Müssen wir was trinken? Ja, trinken können wir. Altgekocht. Ja, komm, dann essen wir den lieber gleich mal. Silbererz, das kann erstmal hier rein. Okay. Ich frage mich ein bisschen gerade, warum hier noch so ein Seekleider ist. Achso, den haben wir. Das ist ja in unserem Inventar. Also, Manus manchmal. Ach, es ist aber auch. So, den müssen wir noch fertig bauen. Dann haben wir hier eine Luke. Und durch diese können wir nach innen. Das Problem ist, ihr seht es vielleicht, wir haben null Energie. Boah, sieht das geil aus, oder? Ey, das ist mega. Ich finde das klasse. Wir haben null Energie und deshalb haben wir auch keinen Sauerstoff, meine lieben Freunde. Jetzt ist nur die Frage, was brauchen wir, um Sauerstoff zu produzieren? Da müssen wir mal ein Glaskorridor. Och, ein Glaskorridor. Das ist natürlich auch sehr nice. Ein Shot. Strukturelle Verstärkung kann Wassereinbruch stoppen. Achso, okay, alles klar, verstehe ich. Also ein Shot erhöht die Stärke der Hülle. Okay, ein Fenster. Fenster tut die Stärke der Hülle senken. Aber ein Fenster brauchen wir, das nützt nichts. So, da kann man hier wenigstens schon mal rausgucken, ne? So, dann. Was brauchen wir noch? Es wird schon wieder dunkel hier. X-Korridor, T-Korridor, L-Korridor. Okay, dann haben wir eigentlich dementsprechend schon mal alles. Jetzt ist die Frage mit dem Solarmodul. Wie funktioniert das? Theoretisch muss dieses Solarmodul. Das Solarmodul muss doch theoretisch. Ich kann ja das Solarmodul jetzt nicht einfach hier draufsetzen. Das ist doch Quatsch mit Soße, oder? Wir gucken mal ganz kurz, was das kostet. Titan und Quarz. Geräte. Da haben wir genau das Schild. Wandspind, ein Schrank, ein Fabrikator, Aquarium, Kommunikationsverbandskasten. Ja, gut, das ist. Warte mal, wir haben hier noch ein großes Aquarium, genau. Und hier haben wir verschiedenes. Da kommen ja noch ganz viele Sachen dazu, ne? Das muss man auch sagen. Aber mit dem Solar. In der Sonne am Boden bauen, um zu laden. In der Sonne am Boden bauen. Dann könnten wir es theoretisch doch hier draufsetzen. So wie ich das jetzt gerade sehe. Ich kann es auch hier hinsetzen. Wir schauen mal, wir setzen das jetzt mal hier hin und schauen einfach mal, was passiert. So. Und das soll jetzt was machen? Okay, das lädt sich auf. Warum ist das schon wieder? Oh lol. Ist ja riesig, da bleibt. Aber wieso? Hm, da müssen wir mal schauen, wie das dann funktioniert. Was ich jetzt ganz gerne mal bauen würde, ist. Ich würde ganz gerne mal so ein Dings bauen hier. So ein Schrank. Wir bauen mal so eine Wandspind. Wir bauen mal so einen Wandspind. So. Mal hier. Zack. So. Okay, da passt schon mal einiges rein. Das ist gut. Das ist sehr gut. Jetzt will ich aber nochmal schauen, was so ein Schrank. Da
Dazu brauchen wir aber Glas. Okay. Dann tauchen wir es mal auf. Jetzt ist natürlich die Frage mit dem Solarmodul. Da bin ich mir echt nicht sicher, wie das werden soll. Mann, es ist alles so neu. Es ist alles so neu für mich. Ach. Warte mal ganz kurz. Wir müssen mal hier... Wieso wirft denn den nicht ab jetzt? Hey, wirf den doch mal ab jetzt. Müssen wir den erst runter schaffen. Was wir auch machen müssen, ach nee, müssen wir eigentlich nicht, weil das Quatsch ist. Eine Boje brauchen wir eigentlich nicht bauen, weil wir sind ja direkt hier bei unserem, ne? Da. So. So. Ich finde das richtig cool, dass wir schon ein bisschen was geschafft haben. Ich leg den jetzt mal auf die 1. Ich weiß nicht, warum ich den nicht fallen lassen kann jetzt. Warum ich den nicht aus dem Inventar bekomme. Wieso bekomme ich den nicht aus dem Inventar? Hm. Moment. Moment, Moment, Moment. Scanner. Messer haben wir auch. Taschen. Taschenlampe. Ne, Moment. Ich weiß nicht, wieso kriege ich den denn nicht aus dem Inventar? Was denn das für ein Quark? Ist jetzt weg? Ne, ist er nicht. Hä? Hä? Power restored. All primary systems online. Hä? Die Sonne geht auf. Zeigt jetzt nicht. LOL. Serious? Ey, wie nice ist das denn? Es muss... Ja, wie geil ist das denn bitte? Das lädt jetzt quasi... Okay, warte mal. Dann müssen wir ganz kurz... dann müssen wir mal ganz kurz schauen, dass wir noch ein Solarmodul bauen. Warte mal, wo könnten wir das hinbauen? Das bauen wir einfach dann hier hin. Oder so. Warte mal. Oder hier hin? Ist das zu weit weg? Ich glaube, ich brauche noch Quarz, ne? Ach, das geht mir voll auf den Sack. Warte mal, wir gucken mal, ob wir ganz schnell mal ein bisschen Quarz finden. Quarz ist ja eigentlich relativ häufig. Da unten haben wir schon was. Das nehmen wir mal noch mit. Ein bisschen Kupfer. Quarz. Ist hier ein böser Fisch, weil das Metallteil so rum fliegt. Moment, hier ist auch noch Quarz, das können wir auch noch mitnehmen. Moment. Inventar voll. Wie geil ist das denn? Ach, jetzt geht es auf einmal. Okay. Ich habe keine Ahnung warum. Ich schmeiß mal so einen Pilz weg, dass wir hier mal das Quarzteil noch mitnehmen können. So, fliegen wir einmal ganz kurz zurück. Müssen das natürlich verarbeiten. Das heißt natürlich auch, wir müssen ein paar Ressourcen sammeln, ne? Da kommen wir nicht drum rum. Und was wir noch machen müssen ist, wir brauchen was zu trinken sehr bald schon wieder. Sehe ich gerade so. Und wir müssen uns natürlich diese Geräte hier, ich weiß nicht, ob man die abbauen kann. Müssen wir uns natürlich unten am besten in die Base bauen, dass wir das hier gar nicht mehr benutzen brauchen. Ah, lol, wir brauchen... Brauchen wir Glas? Haben wir nicht Quarz gebraucht? Brauchen wir Quarz oder Glas? Ich glaube, wir brauchen Quarz. Ich glaube, ich habe jetzt das Quarz, was wir brauchen, habe ich jetzt, glaube ich. Hm. Wie soll ich es euch erklären, Freunde? Da haben wir was.
Einmal. Warte. Was brauchen wir gerade nicht? Glas. Komm, wir schmeißen mal so ein Kupfererz weg hier. Scheiß drauf, das Kupfer. Fällt mir sowieso genug. So einen ollen Pilz hätten wir auch wegschmeißen können. So. Jetzt machen wir fix das Solarmodul fertig. Und so war das. Aber finde ich richtig nice. Wir müssen schauen, dass wir genug Energie speichern über die Nacht, finde ich. Ich hoffe, das reicht jetzt. Lol. /26/50. Geil. Jetzt haben wir schon mal 2 Solarpanel. Oh, ich finde es awesome. Ich finde das mega. Es ist doch klasse, oder? Mal ganz ehrlich jetzt. So, und da müssen wir mal schauen. Hier können wir eine Leiter noch bauen. Oh, was wir hier alles bauen können. Da wirst du wahnsinnig. Warte mal, was kostet so eine Glasröhre? Kostet natürlich Glas, ist logisch. Dann, warte mal. Der Schrank. Genau, der Schrank. Den Schrank wollten wir noch bauen. Den können wir einfach nur so hinstellen, oder wie? Oh, okay. Müssen wir mal überlegen, wo wir den hinstellen. Theoretisch. Könnte man den eigentlich hier so hinstellen? Das sieht eigentlich ganz gut aus. So, bauen wir den mal fertig und dann gucken wir mal. Jawohl. So muss das sein. Genau so muss das sein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Trinken haben wir noch. Das ist verfault. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Möglichkeit, genügend Vorrat uns anzuschaffen. Kannst wieder nicht fallen lassen. Ich weiß nicht warum. Im Wasser konnte ich es fallen lassen. Hier kann ich es nicht mehr fallen lassen. Warte mal. Open Storage. Machen wir nämlich mal Folgendes. Holen wir den ganzen Grimmskrams hier raus. Inventar voll, okay. Warte, dann schwimmen wir erstmal hier zurück. Holen da den Rest noch. Ach so, na, eigentlich ist es Blödsinn. Weil wir müssen mal schauen. Wir müssen mal. Mobile Fahrzeugstation. Haben wir 1 von 3 gefunden. Okay. Die Galerie. Da haben wir nichts. Datenbank. Okay, hier haben wir unsere ganzen Logs. Brauchen wir aber aktuell auch nicht. Was wir mal brauchen ist dieses Teil hier. Warte mal, wo ist denn das jetzt hin? Hier, den Fabrikator. Dazu müssen wir Titan in Kabelsatz und Computerchip. Okay. So einen Fabrikator würde ich mir eben ganz gern da unten hinbauen. So, ein Computerchip. Tischgeräumprobe haben wir, Silbererz haben wir und Quarz können wir besorgen auf jeden Fall. 2 Silbererz. Okay. Wir haben meines Erachtens noch Silbererz. Allerdings nicht hier, so wie es aussieht. Da haben wir 2 Silbererz. Titan, den ganzen Quark, das können wir uns eigentlich mal einstecken. Und dann können wir uns zumindest schon mal einen Kabelsatz machen. Quarz und Tischkorallenprobe, okay. Tischkorallenprobe. Wo haben wir sie, die ollen Tischkorallen? Da schnell noch 2. Wenn man sie braucht, sind sie immer nie da, ne? Wir müssen dann auch mal ausschauen, noch was zu essen halten. Ausschauen, noch was zu essen halten. Was ist denn das da oben? Achso. Hier haben wir sie doch. So. 2 Stück. Hey, bleib hier. So. Komm, nehmen wir gleich mal ein paar mehr mit. Und Quarz brauchen wir noch. Quarz. Hier sind die Eier. Irgendwo müssen wir mal schauen, dass wir hier Quarz noch finden. So.
Also schreibt mir ruhig, Leute. Schreibt mir in die Kommentare. Spammt mir die Kommentare zu. Ich freue mich riesig, von euch in den Kommentaren zu lesen, zu hören und so weiter und so fort. Ich finde es einfach nur klasse, weil... Warte mal, was war das denn hier? Was, das Inventar ist voll? Oh. Dann müssen wir doch erstmal wieder zurück. Dann verschiebt man die Quarzsuche aufs nächste Mal. Da vergesse ich bestimmt wieder. Hier mal fix noch was zu essen mitnehmen. Hier. Achso, nee, Inventar ist voll. Können wir gar nicht. Dann. Ja, das nächste Mal Essen trinken und Quarzsuche. Ne? Ganz wichtig. So. Und ihr, meine lieben Freunde, seid jetzt mal ein bisschen glücklich hier. Ne? Weil heute ist wunderschönes Wetter. Geht noch ein bisschen raus. Oder was weiß ich, keine Ahnung. Wichtig ist, ihr seid heute 20 Uhr wieder da. Da ist nämlich Livestream. Ja, heute Abend 20 Uhr Livestream. So, jetzt brauchen wir quasi nur noch einen Quarz. Aber wir brauchen auch noch ein Silbererz und so weiter und so fort. Na gut. So sieht es erstmal aus. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Euer Manus. Bis dahin. Tschüss.